Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gabriel Knight Teil 2. Wir sind im sechsten Kapitel angekommen und Gabriel hat von Zell getötet. Wir wissen, dass der von Glover der schwarze Wolf ist. Leider wurde Gabriel von Zell gebissen und verwandelt sich momentan, macht eine Verwandlung zum Werwolf durch gerade. Ist gefangen im Rathaus im Kerker und wir versuchen eine Taube zu fangen. Und wir müssen Schriftrollen finden, die irgendwo im Schloss versteckt sind. Gerda hat ihre Hilfe angeboten, aber ich brauche im Augenblick nichts. Ich brauche irgendwas, um eine Taube einzuwickeln. Kannst du mir was darüber sagen? Ich weiß nicht, warum... Nö, kannst du nicht. Haben wir hier irgendwas Neues? Ich habe keine... Rittervorfahren, ja. Nehme ich. So ist es. Rittervorfahren. Lass uns mal nach oben und schauen, ob wir da was haben. Was ist das? Das ist neu. Da können wir noch eine Taube einwickeln, oder? Ein Bettlaken. Der Blick. Der hieß dann so viel wie... Huch! Ja, gerade wenn ich es brauche, liegt es auf einmal da. Frische Überzüge. Das war nett von Gerde. In dem Geheimgang gibt es nichts, was mir jetzt helfen könnte. Oh, das in heißt, dem Geheimgang gehst da gar nicht nette mehr Aussicht rein. Auf. Das heißt, wir können die Gegend auch abhaken. Das ist schon mal gut. Ich habe jetzt nicht die Zeit, die restlichen Laken auf das Bett zu legen. Mhm. Ich habe jetzt nicht die. Willst du auch nicht? Dann lass uns mal in der Schattenjägerbibliothek nochmal nachschauen, ob wir nicht ein paar Hinweise noch für irgendwas kriegen. Ich glaube, die Zeit für Recherchen ist vorbei. Okay, da geht schon mal nichts. Dafür habe ich heute keine Zeit. Aha. Für nichts mehr Zeit. Telefonnummern haben wir nämlich auch nicht mehr. Dafür habe ich... Schreiben müssen wir auch niemanden. Ich frage mich, ob Gabriel jemals wieder schreiben wird. Hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. Das war doch voll ein Riesenerfolg. Ein Bestseller, der auch massig Kohle eingespielt hat. Na gut. Vielleicht wird er noch verfilmt. Ja, nimm dein Mäntelchen mit. Versuchen wir, das Bettlaken zu nehmen, um an das Täubchen zu kommen. Sollte das nicht gehen, machen wir uns auf zu den Schlössern. Aber wozu brauchen wir die Taube? Friedenssymbol. Aber es ist eine gräuliche... Ist schon gut, du musst mir nur eben mal weiterhelfen. Dann lasse ich dich frei. Opfergabe? Ist uns eigentlich Schnurz. Wir nehmen alles mit, was geht bei Point. Es scheint der Taube hier drinnen ganz gut zu gehen. Oh, das sagst du. Sollen wir dich mal einwickeln? Okay. Wird schon seinen Sinn haben. Und wir können nach Altötting. Da waren wir noch nicht. Und wir haben Neuschwanstein. Die anderen sind alle weg. Das ist gut. Neuschwanstein sind die drei Rollen und da wird die letzte sein. Hieß ja, bei der Liebste sollte das bei den Herzen begraben, hieß das ja da. In dem Zwischensequenz. Wenn Gabriel recht hat, wurde Ludwig an dieser Tür festgenommen. Er hat es also nie bis zu dem Turm geschafft. Ich brauche mir also keine Sorgen zu machen, was es da oben gibt. Wenn Gabriel... Okay, sie wiederholt das. Das heißt, es war die ganze Zeit nur, ja, eine Sackgasse. Die haben uns auf eine falsche Fährte locken wollen und ihnen sagten, was da wohl hinter ist, hieß Selma. Ich glaube nicht, dass die Wachen Verständnis für mich haben würden. Okay, wir sind hier im Schlafzimmer. Wo war das nochmal? Arbeitszimmer, Grotte und Dings. Also hier ist nichts. Die schwarze Madonna von Altötting. Sie war Ludwig schon ziemlich wichtig. Die schwarze... Ja, aber wir müssen in Altötting die finden. Die hat das nicht begraben. Wir müssen ins Arbeitszimmer. Halt. Na, du darfst da nicht drauf. Also echt, Kindchen. Das Tischtuch sieht ziemlich teuer aus.
und ziemlich alt. Ja, aber hier war nichts. Ne? Das ist einfach das Tischtuch sieht... Vielleicht sollte ich denen folgen. Die Kinder machen irgendwas kaputt. Ups. Halt. Nein, zurück. Ah, hier war auf jeden Fall eins. Da war auch eins, genau. Jetzt, wo ich die Bilder sehe, irgendwo da. Ich glaube nicht, dass da noch was übrig geblieben ist. Außerdem würden mich die Wachen umbringen, wenn ich hier etwas berühren würde. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Irgendwo. Ich glaube nicht. Ich glaube. Ich glaube. Ich glaube. Okay, du glaubst nicht. Ich glaube nicht, dass die. Wir hatten irgendwo hier was. Aber wo genau? Diese Bilder. Runtergucken geht nicht. Ja, das waren auf jeden Fall diese hellen Räume. Das ist richtig. Aber wo war das? Der Gang da drüben könnte nützlich sein. Der Gang da drüben. Könnte nützlich sein, okay. Diese Bilder. Diese Bilder. Diese Bilder. So viel dazu. Also vermute stark, dass es hier. Der Gang ist. Da drüben könnte nützlich sein. Ja. Warum auch immer ich die Taube da benutzen muss. Aber es geht. Als Ablenkungsmanöver. Das ist auch fies, ne? Wir fahren weit weg und setzen die Taube irgendwo aus. Sie weiß nicht, wo sie ist. Orientierungslos. Was ist, wenn sie Familie da irgendwo hatte bei Rittersberg? Naja, gut. Bin schon wieder zu tierlieb. Wie ist dieses Viech denn hier reingekommen? Viech? Frevler. Typisch Mensch. Zeit, dass wir die Menschen in Massenhaltung irgendwie, ne? Wie bei den Hühnern. Und dann schlachten. Harvester. So, was hat mir das jetzt gebracht? Der Gang da drüben könnte. Der könnte nützlich sein. Ja, ich habe den weggekriegt. Kann das sein, dass ich jedes Mal die Taube neu dann dahin kriege? Wie auch immer, keine Ahnung. Was muss ich denn jetzt hier anklicken? Er ist nicht mehr hier zu sehen. Ah, hier ist was. Also, dass niemand das Geheimversteck da entdeckt. Sehr seltsam. Wenn da irgendwo ein Schalter wäre, den man umlegen müsste oder so, aber das scheint einfach nur aufdrückbar zu sein. Irgendjemand beim Putzen wäre doch da mal dagegen gestoßen. Aber ich kann noch nicht fliegen. Das arme Täubchen. Und jetzt geht's auch wieder nicht mehr. Okay. So, dann wollen wir. Wir brauchen noch im Arbeitszimmer. Ich glaube nicht, dass da noch was übrig. Ich glaube nicht. Seltsam, das war aber definitiv dieser Schrank. Vielleicht muss sie weggehen erstmal. Schuschu. Ich glaube nicht, dass die Wachen Verständnis für mich haben würden. Los, geh weg. Ihr bewegt euch da ständig hin und her. Dann gucken wir uns erstmal das andere an. Ups, falsche Richtung. Da, genau. Ich glaube nicht, dass ich den Tisch verrücken muss. Ich glaube nicht, dass...
Aber irgendwo hat er hier was versteckt. Ich glaube nicht, dass... Das war doch hier. Ich glaube nicht... Ich glaube nicht... Das ist doch da gewesen. Noch mehr Schwäne. Nee, 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 nee. Ach, da hinten. Das hat man nicht genau erkannt, aber man hat gesehen gehabt, dass es diese Grotte war. Im Intro. Damit hätten wir schon zwei von den vier Rollen. Sollten wir uns die mal anschauen. Ich denke, ich brauche nur noch einen weiteren Akt. Ich denke, ich brauche... Okay, es sind nur drei, aber... Der hatte noch einen vierten Zettel, der irgendwo in Altöttingen oder wie hieß das? Böttingen. Irgendwie so ähnlich. So, jetzt musst du ich glaube irgendwie nicht, verschwinden. Dass die Wachen. Wie können wir dich verschwinden lassen? Tisch schaust du dir auch nicht mehr an? Vielleicht gar nicht hier gewesen, sondern irgendwo weiter unten. Na, das geht aber nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube. Klicke ich das Falsche an? Das war doch definitiv Grace der Snacki. Schock. Ich glaube. Ich glaube nicht. Gemälde bringt uns auch nicht weiter. Ich glaube nicht, dass die Wachen Verständnis... Ja, die soll mal verschwinden. Das Tischtuch sieht ziemlich teuer aus und Das Tischtuch sieht ziemlich teuer aus und ziemlich alt. Ziemlich alt. Warum war hier was von den Kindern eben gewesen? Die Kinder und Frau. Das Tischtuch sieht... Ich glaube nicht, dass die Wachen Verständnis für mich haben. Ich kann fast wie Ludwig fühlen, wie er diese Dinge gesehen hat. Ich kann... Ich kann fast wie... Ich kann... Okay, ich würde sagen, wir suchen mal den anderen Ort auf. Vielleicht fehlt uns irgendwas. Vielleicht geht es dann schon irgendwie weiter. Außenansicht der Kirche in Altötting. Okay, so geht's zurück. Links und rechts gibt's nicht. Ist ein Unterschied, ob ich da oder da klicke. Hoch, ich wollte eigentlich zurück. Also es ist egal, wo ich hinklicke, wir kommen überall zur selben Stelle. Da kann man weitergehen, da geht's zurück wohl. Ganz viele Kreuze. Ich vermute, die Kreuze sind Geschenke der Geheilten. Oder ist das eine andere Möglichkeit der Bittstellung an die Mutter Gottes? Ich glaube, für die Bittstellung geht... Was? Ich glaube, für die Bittstellung gehe ich in die Kapelle. Silberne Körperteile. Opfergaben. Aus Silber werden Nachbildungen der erkrankten Körperteile hergestellt und der Jungfrau von Altötting als Zeichen der Verehrung dargebracht. Okay, und deswegen brauchen wir das Silberherz. Sehr wahrscheinlich in Rittersberg. Auf allen steht, aber Maria hat geholfen. Aufsagen, ne? Hintergrund. Auf allen steht, Maria hat geholfen. So viel dazu.
Auf allen steht. Muss ich jedes anklicken? Ich hoffe nicht. Sollten wir uns aber merken, falls wir es doch machen müssen. So, jetzt sind wir einmal drumherum gegangen, glaube ich. Ich warte lieber, bis der Gottesdienst vorbei ist. Okay, so viel dazu. Hallo? Das Fahrbüro. Was ist das? Spenden! Marienwasser. Schätze, die wollen was dafür. Ja, das ist kein Problem, wir haben noch Geld. Ich brauche keine weitere Flasche. Schauen wir uns sie mal an. Wasser aus der Quelle der schwarzen Madonna. Mhm. Heiliges Wasser, so. Grüß Gott. Wäre es möglich, die Herzurne von Ludwig zu sehen? Das tut mir leid. Das Herz von Ludwig II. Von Bayern. Haben Sie das Herz? Das Herz. Ja, verstehe ich dich. Herz. Oh nein, nicht mein Herz. Ich bin nicht krank. Danke. Tja, das hat mir nicht weitergeholfen. Es sei denn, das ist was ganz Tolles hier, diese Karte. Falls Sie ein besonderes Gebet sprechen oder ein Bußopfer geben wollen, kann ich Sie zum Schrein geleiten. Mmh, okay. Der will Geld. Ich warte besser, bis der Gottesdienst vorbei ist. Wer betet eigentlich hier die ganze Zeit das Ave Maria hoch und runter tausendmal? Das ist ja wohl nicht da hinten der Gottesdienst. Da geht's wieder raus. Okay. Hallo? Was passiert, wenn wir dir ein Geld direkt so geben? Gar nicht. Ich brauche keine weitere Flasche. Aber hier steht doch was von. Falls Sie ein besonderes Gebet sprechen oder ein Bußopfer geben wollen, kann ich Sie zum Schrein geleiten. Ich werde hier offensichtlich nicht verstanden. Das hätte ich aber gerne. Ich habe ein Gebet für die Madonna, Pate. Der humpelt. Später, Zeit. Ich soll nach dem Gottesdienst wiederkommen? Und Schweigegelübde abgelegt, kann das sein? Okay, wir müssen irgendwas anderes machen. Da willst du nicht rein. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal zum Schloss. Vielleicht können wir da was mit dem Wasser machen. Oder in Rittersberg nach dem Silberherz fragen. Das können wir auch machen. Vielleicht ist dann schon was vorbei. Gerda hat ihre Hilfe angeboten, aber ich brauche im... Du brauchst nichts. Wir wollen doch das Silberherz haben. Vielleicht kann ich es mir einfach nehmen. Aber das wäre schon fies, oder? Die sehen besser... Das Silberherz erinnert mich an die silbernen Opfergaben in Altötting. Ich frage mich... Nein, das wäre nicht richtig. Vielleicht sollte ich sie einfach fragen. Ja, das ist wieder so eine Sache. Ja, die Idee hatte ich ja schon gehabt. Aber man muss erst wirklich... Das muss einen Handlungsstrang haben.
Das ist immer doof. Tausende von Gegenständen, die ich eigentlich mitnehmen will und erst nehmen kann, wenn ich weiß, wofür ich es brauche. Das Silberherz. Gerde? Ich muss Sie etwas fragen. Es fällt mir sehr schwer. Was denn? Das Silberherz, das Sie für Wolfgangs Sarg besorgt haben. Ja? Wenn ich Ihnen das Geld für ein zweites geben würde, könnte ich denn das von der St. Georgskirche haben? Für Gabriel, richtig? Ja. Nehmen Sie's. Wolfgang wird verstehen. Ach, die Gerde ist so eine gute Seele, Vielen oder? Vielen herzlichen Dank, Gerde. Eine gute Assistentin für einen Schattenjäger. Dann ist hoffentlich der Gottesdienst vorbei. Oh, das machen wir aber gleich. Bis demnächst, euer Jojo.